Moin Leute, Luke hier und willkommen zu einem weiteren Part Project Zero, Priester des schwarzen Wassers. So ist es schon Ewigkeiten her. Und wir sind anscheinend beim dritten Tropfen gewesen. Und ich würde. Warte mal. Haben wir was Neues? Nee? Schade. Gut, dann machen wir einfach mal los. Auf normal, ja. Keine Ahnung mehr. Mal schauen. Dritter Tropfen, Leichenfotografie. Renhojo. Hojo. Keine Ahnung. Der Schriftsteller Renhojo. Nein, wie soll ich ihn nennen? Hojo, ne? Hojo hört sich irgendwie besser an. Wird von einem Traum heimgesucht, indem er ein Mädchen während eines Rituals umbringt. Nachdem er Hisoka beauftragt, Leichenfotos für ihn zu finden, beschafft sie ihm ein Album, das voll mit ihnen ist. Beim Anblick eines der Fotos erkennt Ren die Szene aus seinem Traum. Wieso nicht? Vom Verlangen geplagt, dem Mysterium auf den Grund zu gehen, macht er sich mit seiner Assistentin Ruika. Warte, ich hab's gleich. Ruikagamiya auf den Weg zum verlassenen Gasthof. きれいだけど、なんだか悲しそうな人ですね。ああ。こういうタイプの女の人、苦手じゃなかったんですか？ああ。他にもこの民族学者が調べたものがあるかもな。また黒沢さんに依頼しますか？その場所へ行こう。すぐに確かめたい。こんな時間からですか？場所は聞いてある。なら遮影器を持っていきますか？まだ使ったことはありませんけど、試してみるチャンスかもしれません。あそこは良くない場所だと聞いていますから。Meine Kamera Gura liegt auf dem Schreibtisch. Hisoka hat sie zurückgeschickt, nachdem sie ihren Wert für mich geschätzt hatte. Ich sollte den Bericht über Schattenwahrnehmung auch mitnehmen. Er könnte nützlich sein. Rui beschwert sich immer, wenn ich Dinge auf dem Sofa liegen lasse. Nehmen wir alles mal mit. Ja, das lese ich jetzt mal nicht vor. Unfertige Manuskript. Es hat keinen Titel, okay. Das lese ich allerdings vor. Die Leichenfotografie war ein Verfahren. Warte, wird Fotografie nicht anders geschrieben? Gut, vielleicht nicht. Wer weiß. Ich habe keine Ahnung, wie die Rechtschreibung von Fotografie heutzutage ist. Schon echt peinlich, oder? Aber naja. Die Leichenfotografie war ein Verfahren, das im 19. Jahrhundert in westlichen Ländern ausgeübt wurde. Zu der Zeit waren Fotos noch eher ein eher seltener und sehr teurer Luxus. Die Leichname von kürzlich verstorbenen Familienmitgliedern und geliebten Personen wurden in lebensnahen
Posen als würdevolle Andenken fotografiert. Während meinen Nachforschungen bin ich auf eine ähnliche Tradition in Japan gestoßen. Eine geringe Anzahl scheint noch immer unter dem Begriff Leichenfotos zu existieren. Ich hatte zudem das Vergnügen, eines dieser Fotos in die Finger zu bekommen. Ich vergleich. Warte, was? Okay, das steht da falsch, deswegen. Ich vergleich zu seinen. Nee, oder? Das ist, glaube ich, doch richtig. Ich vergleich zu seinen westlichen Gegenstücken. Das verwirrt mich gerade ein bisschen, aber. Naja, strahlte es eine gewisse Eleganz aus, die ersten oft fehlt. Die ersteren oft fehlt. Zur Zeit, als die Fotografie zum ersten Mal in Japan angekommen ist, war man vom Aberglauben überzeugt, dass solche Bilder die Seele einer Person stehlen könnten. Ob man dies wirklich ernst nahm oder nicht, sei dahingestellt. Doch die Leichenfotografie erreichte schnell einen besonderen Status in Japan. Wenn Leichenfotos jedoch in einem solchen Glauben gemacht wurden, dann dienten sie nicht nur als Andenken der Trauer. Diese Praxis könnte eher eine tiefere spirituelle Bedeutung gehabt haben. Es ist eine Antwort auf die Beurteilung, ja. Och, was? Anren Hoyo, die Kamera, die du mir überlassen hast, ist unter dem Namen Camera Obscura bekannt. Sie wird dazu verwendet, Bilder des Übernatürlichen einzufangen, also Dinge, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind. Diese Art von Kamera ist derart selten, dass unzählige Antiquitätenhändler sie als nahezu mythischen Gegenstand ansehen. Man wusste, dass einige solche Kameras existieren, aber dass sie ist die erste, die ich jemals mit komplexen Objektiven gesehen habe. Ich will dir keine Angst einjagen, aber den Gerüchten zufolge widerfährt den Besitzern der Camera Obscuras großes Unheil. Man sagt, sie seien entweder gestorben, hätten ihren Verstand verloren oder seien spurlos verschwunden. Die Kameras selbst haben mehrere Besitzer überlebt. Obwohl manch unerschütterlicher Sammler noch immer nach ihnen sucht, haben die Geschichten des Unglücks vorheriger Besitzer einen dramatischen Einfluss auf ihren Wert als Antiquitäten gehabt. Meine Camera Obscura wurde einer örtlich ansässigen Familie hinterlassen, nachdem der Besitzer verstorben ist. Sie waren so gütig, sie mir zu übergeben. Ich bin davon überzeugt, dass dein Gerät noch immer funktioniert. Doch rate ich zur Vorsicht. Viele Grüße, Hisoka Kurosawa. PS, die Abdeckung deiner Camera Obscura ist beschädigt, jedoch hatte sie wohl anfangs die Form einer Kiste. Ich bezweifle, dass du sie mir verkaufen würdest, aber ich wäre dir sehr verbunden, falls ich sie mir für eine kurze Weile ausleihen könnte. Ich würde dich dafür natürlich auch entschädigen. Denke bitte darüber nach. Der Bericht liegt auf dem Sofa. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, die Frisur von der einen gefällt mir nicht so. Ich mag eher diese, weil wisst ihr, diese, ja, diese Ponys, die so von der Hälfte bis zum Stirn gehen und dann an den Seiten diese Haare neben den Augen runter. Das finde ich cool. Das gefällt mir. Ja, könnte man so sagen. Er könnte nützliche Informationen erhalten. Wer weiß, wann ich ihn noch brauchen könnte. Juris Bericht. Ich weiß auch gar nicht, was sie für eine Frisur hatte. Vielleicht hatte sie auch so eine Frisur. Ich glaube, sie hat aber insgesamt einfach nur lange Haare, ne? Ja, gut. Bericht gefundener Gegenstand. Kunde Ren Hoyo, verfasst von Yuri Kotsukata, überprüft von Hisoka Kurosawa. Details der Anfrage, Gegenstände in Verbindung mit Leichenfotografie auf dem Hikami-Berg finden, diese auch, falls möglich, einsammeln. Als Relikt für das Wahrnehmen von Schatten diente ein Leichenfoto vom Hikami-Berg. Die Spur des Albums mit Leichenfotos führte zum Ichiro-Landgut.
Das Objekt wurde in Verwahrung genommen. Gut, wir haben ein neues Ziel. Jo, könnte man so sagen, ja. Wo habe ich das Buch über den Nikami-Berg nur hingelegt? Ja, gut, es blinkt schon und da zeigt ein Pfeil drauf. Wo hat er es wohl hingelegt? Dieses Buch ist mir während meiner Nachforschung über den Nikami-Berg ins Auge gefallen. Ich bezweifle, dass die Geschichte etwas mit den jetzigen Ereignissen zu tun hat. Aber man weiß ja nie. Schlechter der Priesterin. Schon lange ist der Nikami-Berg in Legenden von Geistern und Selbstmorden gehüllt. Als einst heiliger Ort wurde er hauptsächlich als Stätte der Götteranbetung und als Zuhause unzähliger Priesterinnen angesehen. Vor langer Zeit gab es einmal einen Mann, der sich in einer dieser Priesterinnen verliebte und den Berg in der Hoffnung aufsuchte, ihr Herz zu erobern. Sie sollte ihre Pflichten jedoch nicht vernachlässigen und wies ihn zurück. Er tötete sie, von Zorn überwältigt, und warf sie in den Fluss. Einige Tage später kam er mit einer Fackel und einer Klinge zurück und schlachtete alle Priesterinnen auf dem Berg auf brutale Art und Weise ab. Währenddessen warf er eine nach der anderen in den Fluss. Das Wasser des Berges färbte sich blutrot und spülte die niedergemetzelten Leichen der Priesterin in das Becken der Reinheit. Man erzählt sich noch heute, dass die Augen aller Priesterin ausgehöhlt wurden. Vor dem Mond an der ersten Priesterin trafen die Augen des Mannes auf die seines Opfers. Der Legende zufolge war es etwas in ihren Augen, das ihn dazu antrieb, auch die anderen rücksichtslos umzubringen. Nachdem er alle Priesterinnen getötet hatte, schlitzte er sich die Kehle auf. Seit diesem Moment erschienen die Geister der Priesterin, die noch immer mit diesem blutigen Wasser durchtränkt waren, auf dem Berg. So erzählt man sich, dass ein Blick in die Augen der Priesterin genügt, um ihnen ins Wasser zu folgen, um sich selbst zu ertränken. Obwohl dies bloß eine Legende ist, glaubt man, dass die Geschichte auf wahren Begebenheiten beruht. Lokale Aufzeichnungen berichten von mehreren Leichen von Priesterinnen, die vor langer Zeit entdeckt wurden und vom Ende von Ritualen, die seither nicht mehr durchgeführt wurden. Dies sieht wie ein Teil von Ruis Tagebuch aus. Er muss wohl während des Aufräumens hier hineingeraten sein. Ich bin nicht stolz darauf, diesen Ausschnitt zu lesen, aber Herr Hoyo ist einfach nicht dazu imstande, selbst hinter sich aufzuräumen. Für jemanden, der schon so lange alleine lebt, sollten Hausarbeiten eigentlich kein Problem sein. Er kann weder kochen noch putzen. Ich bin wohl eher seine Betreuerin als seine Assistentin. Er verliert ständig seine Sachen und wenn ihm mal ein Buch fehlt, das er braucht, dann verliert er ganz schnell seine Geduld. Normalerweise bittet er dann immer Frau Kurosawa um Hilfe. Als ich einmal versuchte, all seine Bücher zu sortieren, gab es eines, das ich nirgendwo finden konnte. Es war wie vom Erdboden verschluckt. Frau Kurosawa hat es durch das Wahrnehmen von Schatten wiedergefunden. Sie ging alleine in sein Zimmer und kam dann nach einigen Minuten wieder mit dem verlorenen Buch raus. Sie lächelte nur und erwähnte irgendetwas darüber, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Was hat es mit dem ganzen Zeug rund um Schattenwahrnehmung bloß auf sich? Das erinnert mich an etwas, als ich mich mal wieder mit Aufräumen befasste, stieß ich auf etwas, das ich zuvor noch nie gesehen hatte. Es war genau so, wie Frau Kurosawa gesagt hatte. Das Unsichtbare wurde sichtbar. Es befand sich in einer alten Kiste. Ich weiß nicht einmal genau, um was es sich dabei gehandelt hatte. Ich legte es zur Seite, um es mir später genauer anzusehen. Doch als ich das tun wollte, war es plötzlich verschwunden. Es muss wohl wieder unsichtbar geworden sein.
Juhu. Wir können uns hier einen Spiegel ansehen. Wow, das war lange. Und ich glaube, kann ich. Nee, warte. War das nicht auf ZL, wo man rennen konnte? Oder kann ich hier im Haus gerade nicht laufen? Wir gehen mal raus und schauen mal. Also wir müssen jetzt zu diesem alten Haus, aber. Hiermit bedanke ich mich fürs Schauen des Project Zero Parts. Ich hoffe, er hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.